Moin bei kugelbahn.de. Jeder kennt diesen Splash hier, wo die Kugel reinrollt und die Kugeln dann vorne links und vorne rechts rausrollen können. Ich habe mir überlegt, wie man die Kugeln wohl dazu bekommt, an anderen Richtungen aus diesem Stein herauszulaufen. Und da ist mir dieses Teil hier eingefallen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Heißen tut es Rotating Spin. Und jetzt viel Spaß. Starten wir mal mit dieser Beispielbahn. Ich habe hier drei von diesen Rotating Spins gebaut. Der oben sitzt da oben an der Wand. Der löst dann die beiden anderen blauen Kugeln mit aus. Die laden die Gausskanone, schießen hier auf den zweiten Spin. Und der dritte dient mit den kleinen Kurven nur zum Durchlaufen, damit die Kugeln, die beim zweiten ausgelöst werden, auch ins Ziel rollen können. Sieht man hier noch ganz gut, wie der von der Gausskanone beschossen wird. Werfen wir erst einmal einen Blick hier auf den Rotating Spin, der an der Wand dran hängt. Und hier sieht man gleich in einer Vergleichsaufnahme, dass eine Kugel alleine, die er durchrollt, den Propeller ziemlich gut drehen lässt. Wenn da die beiden Kugeln ausgelöst werden, braucht er natürlich ganz schön viel Kraft und dreht sich nicht sehr oft weiter, beziehungsweise überhaupt gar nicht. Mit dem entsprechenden Anschwung reicht es auf jeden Fall zum Auslösen der Kugeln. Es muss nicht immer, wie hier gezeigt, mit der Gausskanone erfolgen. Da reicht auch einfach ein bis zwei Höhensteine Anlauf, um die Kugeln richtig auslösen zu können. Jetzt mal ein kleiner Versuch hier auf die kleine enge Kurve mit der Gausskanone zu schießen, und man kennt das Resultat, die Kugeln fliegen dann gerne da raus. Wird der Rotating Start eingesetzt mit der richtigen Propellerstellung, dann funktioniert das. Allerdings, wie man jetzt sehen kann, auch nicht immer. Bisher waren immer nur Schienen direkt an dem Rotating Start dran. Ich mache jetzt mal gleich Kurven da dran, und hier kommt er dann an seine Grenzen, weil der Schwung manchmal nicht ganz ausreicht, um die Kugeln durch die langen Kurven zu buxieren, und sie verlieren dann doch mächtig an Geschwindigkeit. Es ist also sinnvoll, immer Schienen da dran zu bauen. Wobei der Einsatz der kleinen steilen Bergabschienen auch ein bisschen hakelig ist, weil die ein bisschen anders designt sind und oben ein kleiner Hügel drauf ist. Man sieht ihn eigentlich kaum, aber der hat so Auswirkungen, dass hier der Schwung des Rotating Spin einfach manchmal nicht ausreicht. Auch ein Durchlaufen des Rotating Spin mit mehreren Kugeln ist kein Problem, wie gut zu sehen ist. Was natürlich auch ein bisschen auf die Weichenstellung drauf ankommt, aber hier hat jetzt gar nichts blockiert. Der Rotating Spin ist erhältlich unter www.kugelbahn-shop.de. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Es läuft ja auch noch die Videoserie, so entsteht ein Teil mit dem 3D-Drucker. Das ist jetzt nur so eine kleine Zwischensache gewesen, weil uns das Teil am Wochenende eingefallen ist und ich das gerne kurzfristig umgesetzt haben wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss!